Fußballrausch. Mann, Abwehr, da waren Schwarzenbeck, da waren Höttges und da ist Gerd Müller, die Konterschar. Auf Heinkes und Gerd Müller. Die Großchance für den... Und wieder Ruderkopf. Istomin. Versucht Breitner, Uli Hoeneß, schöner Doppelpass, Paul Breitner. Gute Kritiker, nächste Möglichkeit für die Deutschen. Hoeneß, Müller, abgefällt, bewundert. Aki Wimmer, der Sprinter, auf dem rechten Flügel. Und er, der Mann für die Standards. Der Mann mit gegen 1 Situationen an Zweien vorbei, Uli Hoeneß. Die Latte verhindert. Und der Meiersepp, Kremers und Haki Wimmer. Netzer. Schöner Ball auf den Sprinter, auf Haki Wimmer. Und Foul an ihm. Die Spieler mit Onischenko und Freistoß. Und Onischenko. Ja, einmal herum und der will nicht die Ecke, der sucht den Weg zum Tor. Seine Flanke auf Kremers, aber der wird gefoult von Zotschuashvili. Der immer wieder gesucht wurde, Netzer auf Hoeneß und ein sehr schöner Schuss des Münchner Bandgelenk heraus. Netzer. Ruderkopf und da ist er, der Mann mit der eingebauten Torgarantie, Gerd Müller. 1:0, 28. Spielminute, das erste Tor dieser Begegnung, das 1:0 für Deutschland. Und tja, Kremers über das Tor. Und dann Konkov. Natürlich nicht mit dem heutigen vergleichenden 36 Jahren. Heinkes. Und Freistoß für das deutsche Team. Zah. Sucht Heinkes. Sein Kopfball. Und Ruderkopf. Großartige Parade. Und die erste große Parade von Sepp Maier bei diesem Schuss von Troschkin. Die erste und hat immer noch den Ball, kann einfach nicht gestoppt werden. Foul an Gerd Müller. Und dann Netzer. Und wenigstens mal der Versuch einer Variante. Und 60er Jahre in. Und mal wieder. Ein Ball vor dem 16er, da war die Barrikade der Deutschen aufgebaut und die Russen spielten drauf. Fehlpass des Kaisers und bei seinem FC Bayern. Netzer, gefoult, umgerissen von Kremers. Gerd Müller mit 2:0 für Deutschland, ein 2:0. Oder ein 3:0 hätte. Schon einige schöne Szenen gesehen und auch in der zweiten wird es davon noch eine Reihe geben. Da ist der neue. Troschkin und dann Übergaben gut und dann sogar Netzer in ungewohnter Rolle als
Abwehrspieler und hier ein Foul. Heinkes, wunderschön, auf Wimmer! Und da ist es! Das 2:0 für Deutschland in der 52. Minute. Hier Heinkes, Hoeneß zieht los. Aber Sie sehen schon an der Reaktion des Torwarts, da war vorher... Freistoß, Zotschuashvili, Aschkin, da ist er wieder. Schöne Flanke und dann mal Gerd Müller. Heinkes, Schwarzenbeck und der Ball kommt zu Gerd Müller. Das 3:0 für Deutschland. Die 7:5 Roschkin. Und dann mal Final an diesen Bildern inklusive der Uhr. Hier, Chorzilava. Und dann versucht das mal mit Heinkes. Ja. In der zweiten Halbzeit und Schwarzenbeck zur Ecke. Und da ist Dolmatov. Diese russische Mannschaft beherrscht. Schenko. Und dann ist er mitgelaufen, zieht mal ab. Fast schon so etwas wie ein bulliger Typ. Und dann zieht er ab. Gut und gern, 30 Meter. Und da versteht er die Welt nicht. Zu vielen Fußballspielen der Neuzeit. Wimmer. Und Heinkes zwingt Rudakow zur nächsten guten Parade. Heinkes. Blitzschnell auf Gerd Müller. Sprintduell, da wird ein bisschen gerempelt und deshalb gibt es noch. Der spielt ab. Und Sepp Kolinkiewicz. Meier, leichte Unsicherheit. Und Schwarzenbeck, deutschen Fans außer Rand und Band. Am Ende Faninvasion im Stadion. Billiger von Netzer. Einer, der unermüdlich glänzte in diesem Finale. Wimmer und keiner greift ihn an und er versucht das halt selber, schießt drauf. Aber die Deutschen waren einfach zu dominant diese Jahrhunderte. Als Deutschland dann den Weltmeistertitel holte und dann gibt's kein Halten mehr für die deutschen Fans. Da kam der Schlusspfiff des österreichischen Schiedsrichters. Deutschland war...